Ja, na gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir haben das Spiel X-Game gegen XPC Romania. Leider war das doch etwas kurzfristig, weil ich nicht ganz mitgerechnet habe, dass das Spiel halt dann irgendwie instant vorbei ist und dann halt die Lobby schon halt vor 2 Minuten geöffnet wurde und dann halt alle Go gemacht haben. Und dann bin ich jetzt ein bisschen alleine. Felix will was essen. Aber gut. John oder Lick Season 5 Division 2-3, soweit ich das weiß, auch. Und ja, wir haben X-Game, KZ gegen XPC Romania. Aus dem letzten Game, wir haben es schon ein bisschen zugeguckt. Harte Fights, harte Teamfights, aber XPC haben das durchgezogen. Und hauptsächlich, weil Red Light am Ende mit dem Sniper halt zu weit draußen stand und niemand an ihn rankam. Dafür hatten sie aber auch ziemlich gute Helden mit Earthshaker und Clockwork, dass sie da so gut spacen konnten. Aber war eine richtig große Liga hier, dieses Spiel. Und bin gespannt, wie das hier bei uns diesmal jetzt hier ablaufen wird. Haben viel vor. Nach diesem Game müssen sie einiges tun, um da hinterher zu kommen. Auf jeden Fall. Gut. Wir haben eine X-Bahn. Wir haben den Vengeful Spirit-Bahn. Nach dem Juggernaut und dem Troll-Warlord bisher nichts Besonderes. Als First Pick sehe ich voraus, meine vielsagenden Augen sagen Batrider. Nachdem sie den Vengeful Spirit gebannt haben, wird jetzt der Batrider Fix PC Comania kommen. Gekontert könnte das werden. Mal gespannt. Felix hatten sie auch noch genommen. Aber ein Dazzle First Pick tatsächlich von XPC Romania. Okay. Das, okay. Dazzle First Pick. Wo sind wir denn hier gelandet? Cool. Mal schauen, was sie damit halt machen wollen. Haben jetzt halt durchaus viele Möglichkeiten, zum einen mit Richtung Tanky zu gehen, in die andere Richtung. Puh, viel. Aber Ancient Version, direkt der Meta-Ban von X-Game. Und wieder der Sniper, der aber diesmal auf der anderen Seite gespielt wird. XPC wird der Sniper denied im Game 2. Und ich bin wirklich gespannt. Also, ein Dazzle wäre halt ganz cool, aber die Ancient Version ist der super Bann dagegen. Und da wird das hier nicht einfach für XPC halt das Lineup zu spielen. Denn mit dem Dazzle, weiß ich nicht. Abseits von Heal, klar, ist natürlich hauptsächlich das Grave und die Weave das, was ein Dazzle ausmacht. Aber das Problem ist halt, ja, Grave ist cool, die 5 Sekunden, aber das. Naja, der Debuff von Ancient Version hält länger. Der Ice Blast macht einen längeren Debuff, deshalb ist Grave vielleicht hier nicht das perfekte Mittel dagegen. Könnte aber durchaus halt, sorgt ja trotzdem noch, dass der Held 5 Sekunden länger fighten kann als sonst. Von daher, in dem Aspekt, wenn sie halt irgendwas wirklich nehmen, was fighten kann, dann könnte das durchaus sinnvoll sein. Auch wenn es so sowas wie ein Wraith King ist, der ja halt die ganze Zeit gegraved wird, bevor er stirbt. Halt auch nochmal 5 Sekunden länger ist. Andererseits, als Wraith King will man natürlich sterben. Ist da halt so ein Problem. Aber trotzdem brauchen sie jetzt was Mobiles. Im letzten Game haben sie ganz gut gemacht. XPC hat Space created für den Sniper und dafür gesorgt, dass da niemand rankam. Dieses Mal müssen sie halt genau das Gegenteil machen. Müssen gucken, dass sie etwas halt picken, was auf jeden Fall an Sniper rankommen kann. Und mal schauen, wie einfach das werden wird oder wie schwierig das werden wird. Bla. Jo. Mal so. Clockwork. Was im ersten Game so gut funktioniert hat, um Space zu createn, soll in diesem Game dafür benutzt werden, hier den Go zu machen auf Sniper und ein bisschen Druck zu machen. Im letzten Game, glaube ich, hätte ein X-Game, wenn ich mir das so vorstelle, wahrscheinlich den Spiritbreaker gegen Sniper gepickt. Spiritbreaker und Quap. Kann ich mir mal ganz gut vorstellen, dass die danach gepickt wurden im Draft. Ich habe nicht gesehen, aber es könnten ganz gute Counterpicks gewesen sein. Das Problem war, dass Spiritbreaker nicht so wirklich durch Clockwork durchkam. Und Clockwork natürlich mit der Battery Assault, mit dem Hookshot, mit Aga frühem Agamis, mit dem Pox, glaube ich, Spiritbreaker recht schwierig machen kann, wirklich an Sniper ranzukommen. Besonders weil er den Sniper und den Spiritbreaker recht einfach mit den Cox trennen kann. Und dann wird es schwierig für den Spiritbreaker, dort wieder rauszukommen. Kann ihn halt chargen. Und Clockwork kann halt direkt dazwischen gehen. Zack, den Cut machen mit den Cox. Und dann hat er den Spiritbreaker alleine. Und prinzipiell hat der Spiritbreaker nur einen einzigen Charge rausbekommen. Das heißt, eins dann auf Sniper. Und der Held ist vorbei. So. Das lief halt nicht im letzten Game so gut für X-Game. In diesem Spiel.
Müssen gucken, ob es irgendwie ein Clockwork aufhalten kann. Vielleicht ein bisschen Minion-based. Vielleicht sowas in Richtung Lycan. Für den Wölfen oder Visage Birds oder vielleicht irgendwie sowas, um halt einfach zwischen den Arrow zu. Arrow, Hookshot. Zwischen den Hookshot zu halten. Arrow ist ein weiteres Ding, wo man Minion-based Strats nutzt, um halt den Arrow zu dodgen. Wäre hier durchaus eine Möglichkeit. Bisher band XPC nichts in die Richtung. Tree-Bun. Okay. Und der Phoenix. Der im letzten Game ziemlich gut funktioniert hat, ja. Muss man sagen. Spectre wird von X-Game noch rausgenommen. Ja, ein weiterer Held, der es doch recht einfach hat, neben dem Sniper zu kommen. Ich drücke die R-Taste, also noch ein bisschen einfacher als Clockwork, der wenigstens treffen muss mit der R-Taste, aber Spectre, klick. Außerdem schön, aber der Shadowfiend. Das ist nämlich zum einen was mit Dazzle, zum anderen Shadowfiend mit Oils sollte ganz gut an Sniper rankommen. Und ja, Sniper poppt einfach von dem Requiem of Souls. Tja. Ansonsten jetzt hier mit dem Titan haben sie eine gute Möglichkeit zu disengagen. Eine Ravage Zeit, sich zu positionieren, 2 Sekunden. Sollte zum einen halt diese 2 Sekunden Zeit geben, für Sniper, um wegzukommen. Das Man Ancient Abrition kann halt noch auf den zweiten Hero mit Cold Feet das machen, in der Ravage. Danach 1,5 Sekunden Zeit, um zu procken. Und in der Zeit, ja, kann er halt entweder Sniper hinterherlaufen und die Cold Feet procken oder halt irgendwie anderes versuchen. Und da gibt's den Earthshaker mal wieder für Razvan, der im letzten Game sehr gute Performances oben auf dieser Klippe gehabt hatte. Am Dire T2 Tower. Und dieses Mal auch wieder versuchen. Earthshaker war im letzten Game sehr gut benutzt worden, um Sniper den Space zu geben, den er brauchte. In diesem Game wird es halt hauptsächlich dafür benutzt, tja, die Fischer zu benutzen zum offensiven Sein. Und natürlich Blink Dunk ist natürlich auch immer drin. In sowas. Was haben wir noch so für Helden? Prinzipiell X-Game braucht irgendwas mit lowem Cooldown, um Leute von Sniper wegzubekommen. Rubik ist da eine Möglichkeit, zum einen mit der Fischer, die Rubik stealen wird. Clockwork, Cox, Dazzle, Grave, ja. Rubik wird hier eine sehr gute Zeit haben. Und sehr gute Steals haben, kann Leute wegliften, kann eventuell den Clockwork selber aus den Cox rausholen, sodass Sniper dann das als seine eigene Fortification benutzen kann. Sowas in die Richtung. Viel möglich, was ich halt eben dachte, X-Game braucht noch irgendwas, was halt so verhalten kann. Sie haben die Ravage halt sonst nur, um Leute von Sniper aufzuhalten. Und sie haben prinzipiell halt auch bisher wirklich nichts anderes außer Sniper als Core. Nichts anderes, das Damage machen kann, so nichts als irgendwie Core. Klar wird X-Game jetzt noch irgendwie Core-Pack in die Richtung gehen, irgendwas Aktives picken. Aber trotzdem ist halt bisher nur der Sniper da drin im Lineup. Und sie brauchen halt unbedingt noch was zum einen den Core macht und zum anderen vielleicht noch ein bisschen den Sniper saved. Also idealerweise sowas wie ein Axe, was halt selber Damage machen kann und mit dem Call halt irgendwie Leute von Sniper wegholen kann. Ist natürlich jetzt gebannt, klar. Aber halt irgendwas in die Richtung Pack. Es wird halt auch noch schwierig sein, vom Sniper abzuhalten. Von daher brauchen sie auf jeden Fall irgendwas, was nicht so sonderlich squishy ist. Denn wenn sie halt sonst nur Sniper und einen anderen squishy Core haben und XPC hat halt einfach das perfekte Lineup, um schnell an squishy hinranzukommen, dann ist es kein gutes Lineup. PA-Bahn gegen XPC, klar, die brauchen halt noch irgendwas Fettes. Und PA wäre da ein ziemlich guter Held für. Was ist sonst noch gebannt? Juggernaut ist gebannt, Shadowfiend ist gebannt, Troll ist gebannt, Axe ist gebannt. Könnte mir durchaus auch sowas wie ein Anti-Mage vorstellen mit einem BKB früh. Tidehunter, ja. Könnte sein, aber Anti-Mage gegen Sniper ist halt auch nicht so eine gute Sache eigentlich. TA ist auch ein. TA ist ein schöner Bann, aber ich glaube trotzdem, ist es eine Quop-Wash. Also ein Mid-Sniper und Slark auf der Safe-Lane. Okay. Das verschiebt so ein bisschen die Rollen, dadurch, dass Slark halt hauptsächlich hoffentlich farmen sehen wird und sie den Slark wahrscheinlich nicht ignorieren können. Clockwork, Earthshaker und Puck würden gerne halt irgendwie an Sniper rankommen. Und wenn mittlerweile halt Slark die restlichen Supports frisst und halt an Earthshaker oder so halt da drin ist, dann wird das halt schwierig, weil dann haben sie ja irgendwie Sniper getötet. Und der Rest von X-Game steht noch zusammen mit dem Slark, der sie halt zerfrisst. Dann brauchen sie halt gut Control dafür.
Naja, ein schöner Pick von X-Game. Obwohl der im Current Meta ja etwas abgefallen ist. Slark war da doch ein Held, der bisher sehr, sehr geringe Winrate hatte. Wir haben den Meta-Analyse von Gorgon auf Jirandota vielleicht gesehen. Wo halt auch so ein Dead-Pick war, der irgendwie nicht wirklich gut abgegangen ist. Und eine Medusa als letzter Pick von XPC Romania, die wieder mal sagen, okay, das letzte Game ging irgendwie 55 Minuten. Jo, nochmal bitte. Anscheinend, aber Sniper und Slark auf jeden Fall X-Game. Können auch reasonably late gehen. Haben jetzt einen fetten Core. Slark ist dagegen gut, aber nicht so überragend. Also nichts unbedingt Überragendes gegen Medusa, was sie da haben. Kann halt stehen und schießen. XPC machen halt die nötigen Disruptions, um ja, der Medusa den Space zu geben, genügend Splitshots reinzubekommen. Aber ich hätte eventuell mir einen aktiveren Helden gewünscht. Sowas wie PA, gebannt wurde. Eventuell auch sowas wie ein Slaughter oder so halt in die Richtung. Halt einfach aggressiv rein ins Gesicht, dass sie halt auch irgendwas tun können. Weil Medusa, sie haben jetzt irgendwie drei Helden, die schnell gegen Sniper gehen können. Aber sie haben halt auch keinen einzigen Core, der irgendwie da mitgehen kann. Und der halt irgendwas tun kann dagegen. Weil sie haben halt einfach keinen Damage. Das könnte halt zum einen ein Problem werden. Würde ich jetzt zumindest sehen, aber na gut. Schauen wir mal, ob Medusa mitfightet, ob sie halt wirklich mit Puck und mit Clockwork alleine die Kills holen können. Oder mit Earthshaker noch dazu. Müssen wir sehen. Auf jeden Fall haben wir bei XPC Romania haben wir Red Light als Carry auf der Medusa. Wir haben D12 auf dem Dazzle. Keanu auf dem Puck in der Mitte wahrscheinlich. Synergy übernimmt den Offlane Clockwork. Und zu guter Letzt haben wir den Earthshaker, der gespielt wird von Razvan. Mal wieder im letzten Game. Auf der anderen Seite X-Game. X-Game Kasachstan. KZ. X-Game Kesi. Glaube ich. Gucke aber auch in der Zwischenzeit mal nochmal drüber nach. Könnte aber ganz gut Kasachstan. Ja, es ist Kasachstan. Kesi. Was ist das wohl für eine Abkürzung? Haben wir Keeper als Stand-In auf der Ancient Abrition. Zusammen mit dem Support Stellcat. Auf dem Rubik. 4K Warrior übernimmt den Slark. Reese auf der Offlane. Mit dem Titan. Und zuletzt Wataka. Als Sniper Reno in der Mitte Reno. Und wir haben eine Pause. Tja, eine Pause, eine Pause, eine Pause. Haben eben schon mit Felix ein bisschen drüber geredet. Beziehungsweise vor dem Game hauptsächlich drüber geredet. So, die Frage ist, was machen wir mit einem. Was macht man mit einem Soundboard? Ich habe mir so einen kleinen Soundboard gebastelt, aber hey. So viel ist da halt nichts mit zu tun, außer halt irgendwie Dinge zu spammen. Wow! 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 Das könnte man mit einem Soundboard machen. Und es gibt noch viele andere tolle Dinge. Aber ich habe momentan nicht die Audio-Möglichkeiten, um das halt angenehm in den Stream reinzuhängen. Kann es jetzt mit VLC irgendwie da reinhängen, aber. Naja, generell Mikrofon, Audio. Ich habe halt den Ton vom Stream nicht über auf dem Default Interface, sondern halt über Virtual Audio Cables. Also ein wunderschönes Programm, kann ich euch nur empfehlen. Lohnt sich. Und darüber halt das Audio geroutet. Jeweils spezielle Dinge, dass du halt den Stream schön ausmachen kannst und währenddessen noch, keine Ahnung, ein anderes Game gucken kannst, ohne dass dieses Game auf dem Stream ist, dass du gleichzeitig Musik auf dem Stream anmachen kannst, aber die Musik nicht selber hören musst, was halt ein bisschen schwierig ist, wenn du die Musik auf der Lautstärke, wie also im Stream ist, hören musst und gleichzeitig mit Leuten redest, die den Sound natürlich nicht hören. Dann, hey, warum brüllst du so? Ich habe Musik an. Ja, und das ist halt ein bisschen schwierig, dann halt irgendwie ein Programm in dieses Setup reinzuwerfen, was halt nur Default Audio Interface hat, weil das wird halt hier im Stream nicht gehört. So viel dazu. Ja. Was ist sonst noch so? Nichts eigentlich. What's up? Ja. Molerio sucht. Versorgt mal ein bisschen für Ruhe oder für Ordnung. Oder so. Aber. Ja, wir haben eine Pause. Das ist Sonntag. 18 Uhr, 2 Minuten. Haben wir noch Zeit. Wir haben hier das Matchup Kasachstan gegen Romania. Haben wir letztes Game schon gesehen, dass es super close ist. Von daher wird das wahrscheinlich ein langes Game. Es wird aber auch ein sehr, weiß ich nicht,
Ja, nicht. Ich weiß nicht, ob es ein langes Game wird. Es wird aber auf jeden Fall ein spannendes Game. Sowas würde ich zumindest jetzt hier erstmal behaupten. Ansonsten, wie sieht's? Keine Ahnung, wir können mal drüber reden. Wir haben in der nächsten Woche, wie das mit Sophia TV weitergeht. Blacklights PC ist wohl jetzt gerade da. Er ist nur jetzt gerade nicht da. Ich glaube, er kommt heute Abend wieder. Und da wird er wahrscheinlich das Casten hier übernehmen. Ich weiß nicht, was sonst noch für heute Abend für Spiele anstehen. Wir haben eventuell Gigabyte Challenge, die heute noch ist. LC gegen Vega ist heute Abend. Wir haben eSportle Cup, der noch da ist. Wir haben auch noch Chandota League. Elysium, Rise, Midas spielen heute Abend noch. Also Rise Gaming, wenn ihr ein bisschen österreichisches Dotto haben wollt. Rise Gaming kann ich euch empfehlen in 3 Stunden 16. Ansonsten 46 Minuten geht es hier weiter mit P5 gegen Hihi und 5 Idiots gegen London. Ne, LDA. Nicht London Conspiracy, sondern LDI. Ja, das ist nur John Dota League Stuff. Weiß ich nicht. 46 Minuten wird wahrscheinlich für dieses Game ein bisschen knapp. Aber mal schauen, wenn Blacklight wiederkommt, was der heute Abend noch vorhat. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht heute Abend auch noch was caste. Wird man dann sehen. Wenn es was Kleineres wird, vielleicht auf meinem eigenen Account zur Saison. Ansonsten, weiß ich nicht. Ansonsten vielleicht hierher, je nachdem, ob Blacklight Lust hat, ob ich Lust hat, wie wir uns das Ganze abwechseln. Ansonsten, ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe das in letzter Zeit erst mitbekommen, dass der YouTube-Account von Sephira TV da auch ein großes Ding ist. Bisher lädt Blacklight dort hier einfach die Stream-Daten hoch. Da ich aber auch meine eigenen Videos selber ja lokal recorde für 1080p und sie auf meinen eigenen YouTube-Account Sisterson hochlade, hat das ein bisschen für ja, Reibungen gesorgt, dass da irgendwie zwei Arten von Videos hochlegen und ich halt nichts vom Sophia TV wusste. Dementsprechend werden jetzt die Recordings, die ich lokal mache, halt auf den Sophia TV-Account geladen. Von daher habt ihr auf dem Sephira TV wahrscheinlich ab morgen oder ab heute quasi die Videos, die da online kommen, einen sehr starken Qualitätsupgrade. Eben von diesem jetzt hier, was ist es, 2 Mbit, 2,5 Mbit streame ich jetzt mit 720p Downscale. Wird das halt auf dem YouTube-Account mit 10 Mbit, 1080p schön dort verfügbar sein. Also, wenn ihr den YouTube-Account noch nicht kennt, Sephira TV, wenn ihr ihn schon kennt, wird es demnächst bessere Qualität die Videos geben. Und halt auch lokal recorded, was wahrscheinlich heißt, dass meine Stimme ein bisschen lauter wird. Weil das Abmischen vielleicht nicht so gut ist, aber. Na, eigentlich sollte es am Stream gleich aus anhören wie bei mir. Sollte es sein. Denn Twitch macht da irgendwas mit, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es in Sachen Encoding da reinpfuscht. Tja, aber ja, auf jeden Fall, YouTube wird demnächst ein bisschen qualitativ besser. Und dann geht's auch schon weiter. X-Game geht los. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie gehen los. Außer 4K Warrior, der ist noch AFK. Wird angepinkt, gleich wird die Pause kommen, weil er AFK ist. Ja, da kommt die Pause. 4K Warrior ist noch ein bisschen. Keine Ahnung, gerade auf Klo oder sowas. Kommt vor. Reeves nutzt die Zeit, um auch nochmal disconnecten. Ansonsten haben wir von XPC doch die Lanes, wie wir sie erwartet hätten. Offlane Clockwork, Mitte Pack und dann ist der Rest. Hier X-Game gehen erstmal aggressiv in den Dschungel. Was ich interessant finde, gegen Earthshaker ist doch meistens eigentlich die Partei, die den Earthshaker hat, doch der Aggressor. Der Earthshaker mit Fissure doch recht einfach ist, den Stun zu landen. Denn du hast halt den ersten Stun schon, wenn der Smoke poppt oder wenn du halt jemanden siehst, kannst du dann direkt mit der Fissure stunnen. Das ist meistens ein Garant für einen Kill. Wenn man was findet. Gut. Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwo hier unten irgendwas? Nee. Irgendwas mit Klonen. X-Game, XPC. Ah, FEGs gucken, genau. I am Legend. Oh. Nice. Dann haben wir weitere FEGs. Da, ein Shaker. Wow. Nein, das ist nicht ein Shaker. Oh nein. Das ist ein FEG. Dankt. Ich glaube, diese Pose gibt es sehr oft in FEGs. Hey! Hadouken! Und zu guter Letzt noch ein Scarlet Mage. I own Geiss. Schön. So, für ein X-Game. Wir sehen da die FEGs aus, ein bisschen heller jetzt. Dann ein Pack. Der chillt. Om nom nom.
Liegt schon rum. Doom von Reeves. Ja, eine recht unspektakuläre Pose. Keeper hat wir keine Inscription, nur ein Task. Ja, aber ja. Schön bärtig und schön dick aussieht. Nun gut. Dann ist jetzt Reese wieder da. Die Frage ist, ist 4K Warrior wieder da? Immer noch die Frage. Diesmal XPC beschweren sich nicht, fragen nicht, wann es denn weitergeht. Aber so langsam soll es mal weitergehen. Pausengaming. Warum ist Pausengaming immer genau dann, wenn ich keinen Co-Caster hast? Mann, ist das langweilig. Also nicht langweilig, sondern es ist halt irgendwie aufgesetzt und meh. Kannst du immer über Stuff reden. Also klar, kann er pauschal sagen, Caster hören sich selbst gerne reden, von daher passt es schon. Aber wenigstens über sinnvollen Stuff. Ich meine, über Dodo verstehe ich einigermaßen viel, sodass ich wenigstens darüber reden kann. Und es nicht peinlich ist für mich selbst, weil ich halt über Dinge rede, die ich keine Ahnung habe. Das geht bei Dodo noch einigermaßen. Aber ja, wenn man halt dann über Nicht-Dodo Dinge anfragt und über Gott und die Welt redet, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Wenn ich sage, hier, Stalkate geht vorwärts, dann kann ich nichts falsch sagen. Wenn ich eigentlich allerdings irgendwas anderes sage, dass auf YouTube beispielsweise so hochqualitative Videos drauf sind, dann kann man natürlich so irgendwie sagen, dass es vielleicht doch nicht hochqualitativ ist. Guck, kommt was war da ran? Nein. Kein Lift, nicht nah genug dran, außerdem kein Follow-up da gewesen, von daher. Aber halt wirklich nur ein Stern. Könnte ihn ein bisschen in den Hintern beißen, später. X-Game 1 dann, paar Headshots und ja, Ravage, okay. Aber Ravage zählt nicht wirklich. Vokeroria wird hier von Synergy gefunden. Wird tatsächlich jetzt erstes Battery Soul angemacht. Einfach um ihn zu nerven. Und das macht natürlich auch einiges an Damage. Kommt er ja schön schön dran aus dem Essence-Shifter für Level 1. Kein Escape. Aber naja, wäre natürlich für Nicox der bessere Skill. Und auch jetzt, wenn er zurückgetrieben wird. Also ich mir einen schönen 2 stealen können. Da sind wir auch gleich schon wieder vorbei. Dum, 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 dum. Ja, Sniper Top Net Worth. Na, nevermind. Tja, die Lanes. Wir haben Ancient Apparition, Rubik und einen Slug auf der Bottom Lane. Sollte eigentlich ganz gut sein. Wenn der erste Lift auf Clockwork rauskommt, sind das doch einiges in Harris. Besonders jetzt das hier. Ist doch einfach. Der Chilling Touch ist doch einfach ein sehr, sehr, sehr starker Skill auf einer Trailing. Auch wenn es nur auf 2 ist. Die beiden Hits, die sie da gemacht haben, auf jeden Fall einiges. Und jetzt kann er noch 2 Hits reinhauen. Außer, dass ihn da ein bisschen viel verstört. Auf der Top Lane haben wir einen Tidehunter. Auch gegen die Lane. Super schwierig für Reeves zu spielen. Denn wenn einmal der Fischerblock kommt, dann ist halt Reeves direkt tot. Das könnte halt hier direkt schon auf frühen Level sein. Reese muss da sehr, sehr passiv sein. Die Lane pusht zum Glück für ihn. Und zwar ziemlich stark, auch mit 2 Range Creeps. Jetzt nicht mehr. Aber er kommt... Ah, gerade so abgebrochen, das wäre auch nichts gewesen. Kommt er... Ja, da haben sie immerhin 2 Creeps wegziehen können. Nein, Reeves sorgt dafür, dass es weggezogen wird. Nein, jetzt kommt der Fischerblock. Vielleicht ein bisschen aggressiv von Reeves, dass er da holen wollte. Jetzt kommt der letzte Hit. Red Light holt sich den First Blood. Zu greedy von Reeves. Wollte unbedingt den Block oder den Pull verhindern auf der Seite. Und dann kamen die Fischer zwar auf der falschen Seite, aber der Damage hat auch einfach gereicht. War noch Level, gerade so Level 2 geworden, konnte aber noch nicht skillen. Ist glaube ich erst Level 2 geworden mit den paar Creeps, die da gestorben sind von der Fischer und sowas. Oder generell in der Zeit. Und auch mit dem Anchor Smash, der da nicht viel machen können. So, Raswan guckt mal in der Mitte, was er da machen kann. Gegen Snipers ist halt auch natürlich ein recht einfacher Fischerblock. Weiß ich nicht, die Range, ja, muss er halt ungefähr hier stehen. Aber jetzt sollte das ein Kill werden, das Raswan. Ist halt nicht ganz ready, weil einfach ein Sniper macht das schon richtig. Sorgt einfach dafür, dass Kia nur so low ist, dass er nicht goen kann und wird hier tatsächlich selber gegolt von Rubik hier. Oh. Face Shift, gerade so nicht geschafft. Ja, eventuell könnte aber hier die Fischerblock noch kommen. Sind einige Schüsse da, die ihn hitten können? Nein. Wird nicht gemacht, aber auch schön die Rotation hier. Aber halt. Ich glaube, X-Game würden sich da noch mehr auf die Schulter klopfen, wenn sie das wussten, dass da Earthshaker stand, weil das wäre definitiv ein Kill gewesen, wenn sie hätte nicht so viel Druck gemacht hätten. Wenn Sniper da einfach so runtergegangen wäre, hätten sie einen einfachen Kill bekommen können.
Tja, Synergy, Level 3. Tidehunter, Reefs, auch Level 3. Beide Offlanes laufen einigermaßen okay. Klar, Tidehunter ist jetzt einmal gestorben, aber es ist nicht die Welt. Solange nicht mehr als dreimal oder zweimal stirbt auf der Lane, sollte es okay sein. Und... naja. Schauen wir uns mal sonst so an, wie es läuft. Pi-Sekunden sind rum. Pi-Zeit ist rum. Und es steht... ja, weit vorne Fix gehen. Die doch wesentlich mehr jetzt gerade aus der Map rausholen. Woran liegt das? Zum einen auf dem Kill in der Mitte wahrscheinlich. Zum anderen, weil Reefset auch unterm Tower ein paar Last Hits bekommen hat. Was Synergy nicht hat. Und natürlich, aber erstmal der Go of Reefs. Schöner Block. Und muss er hier weglaufen. Das wird ein bisschen schwierig zu machen. Der Slow ist halt da. Aber andererseits haben sie da keine Chance, einen Kill zu holen. Klar, die 12 kann halt mit dem Boots First ein bisschen harassen. Aber da kommt die nächste Fischer. Da kommt der Fischer-Block. Wie geblockt ist es? Ah, könnte hier. Hat noch Tangos, um sich durchzufressen. Von daher, selbst wenn, reicht es nicht. Die Supports müssen sehr tief rein, aber Waterfucker. Keine gute Idee, sich da mit den beiden Supports anzulegen, wenn Kia nur einfach rotaten könnte. Also sehr viel Zeit für die Supports verschwendet, aber in dem Sinne halt auch sehr viel Zeit für Reefs, die er verbraucht hat, um einfach hin und her zu gehen, aber die Lane pusht. Von daher hat er tatsächlich hier keinerlei XP verloren. Oh. Quasi schön gemacht von Red Light, hier das Tower Across genommen, damit er diesen Last Hit nicht bekommen hat. Aber ich glaube nicht, dass es das wert war für den Damage, den er da genommen hat. Wenn die TPs kommen. Was, wenn kein Mana? Da müssen sie aufpassen. Das wäre ein recht einfaches recht einfacher Rotation Kill. Rubik hat aber keinen TP. Und auch Ancient Brishen hat keinen TP. Von daher Red Light. Easy peasy, kommt er einfach so raus. Auch ein paar Clarities. Kann man nie genug von haben. Auch ein paar Sentries. Wir haben halt gesehen, dass oben das Camp geblockt ist. Von daher könnte man das demnächst mal wieder aufmachen. Aber das hat halt... es ist gerade tatsächlich das, weshalb Reefs gerade so stark im Spiel ist. Dass er das Camp geblockt hat hier oben. Und dass er diese ganzen XP bekommt. Das ist jetzt Level 5 und hat 10 Last Hits. Im Gegensatz zum Rest, wo es... ja, da ist schon der Clockwork, der ist schon tot. 3-0. Ah, Slug geht jetzt nicht sogar down. Ups. How did that happen? Nicht sicher, Starker ist jetzt hier hinten. Wird versucht ranzukommen. Clockwork könnte jetzt hier rocketen. Um den Juke aufzuhalten, aber ja, Starker weiß selber, dass er nicht runtergehen will. Kauft sich jetzt hier nichts. Versucht einfach vorbeizulaufen und so ein bisschen so viel möglich Zeit zu verschwenden, wie ihm möglich ist. Hat jetzt hier knapp drei, ja gut, hat drei Helden hier beschäftigt. Von daher, Hashtag worth it, obwohl er hier, ja gut, hat knapp 100 Gold verloren. Ging noch. War halt recht nah an den Mana-Boots dran. Aber das hat sich, glaube ich, mal gelohnt. Clockwork hat jetzt noch zwei Last Hits bekommen. Ist auch knapp Level 5. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber Reefs. Ja, 40 Leben. Knapp. Knappe. Trotzdem, Medusa kann farmen. Medusa ist on top of the board, hat knapp über 10 mehr Last Hits hier auf der anderen Seite, weil eben 4K Warrior gegen Clockwork kann da noch ein bisschen was tun. Tidehunter eben nicht in Sachen Deny und in Sachen Nerven. Außerdem, Slug ist jetzt schon mal gestorben, komisch im Tower. War nicht so gut. Aber andererseits, Waterfucker existiert halt auch noch. Sie waren mal zwei Cores, Kiano kann in der Mitte nicht so viel machen gegen den Sniper hier. Und das ist halt gerade so der Vorteil, den X-Game hier haben, dass sie quasi zwei Cores haben. Allerdings, XPC haben halt den fetten Core, ne? Schöner Wraparound hier, kann aber leider abhauen hier und kann das Ding einfach hier rausjuken. Oder kann er das? Sieht nicht so danach aus. Tower geht hier down von Red Light. Starker ist immer noch drin. Wahrscheinlich haben sie ihn vergessen oder wollen halt einfach nicht da reinkommitten. Haben wir eigentlich ein Wort, sodass sie sehen sollten, ob Rotations kommen. Aber machen keinen Go hier. Wahrscheinlich aber jetzt. So wie es aussieht, könnte es hier sein. Die 12 ist da, können zumindest den Rubik holen. Oh, schöne Fischer. Hätte man gar nicht den Rubik fokussen müssen. Jetzt kommt die Blocks von D12. Aber schön gemacht von Reeves, ist da vorbeigekommen. Wenn noch eine Sekunde mehr geblockt wäre, wäre das durchaus schwierig geworden. Und hätte vielleicht noch in einem Kill von Titan enden können. Aber doch schön gemacht. Da war X-Game halt einfach viel zu weit vorne. Also wenn wir schon mal rotieren sind, schön das Engines geblockt. Sind bisher schon 3 Stacks. 3? Na, ich glaube, das ist ein Doppelstack, oder? Ich kann nicht zählen. Ich glaube mal, es ist ein Triple Stack. Sieht so danach aus.
Nun gut, Reeves. Ja, Level 6 hat er. Aber hat jetzt gerade Tranquils fertig. Und das, obwohl die Lasing Station fast vorbei ist. Die 12 wird die gefunden, haben es tatsächlich mit dem Wort gesehen, aber nicht lang genug. Redlight geht da rein. Aber hat jetzt, haben jetzt gerade den Stone Gaze fertig. Macht den Stone Gaze an. Zelkett wird das Ganze mit dem Leben bezahlen. Aber mehr passiert nicht. Oh, Dreamcall auf 3, wunderschön gemacht. Auch der Freeze von Waterfuck. Allerdings kann jetzt Waterfuck einfach stehen und schießen, stehen und schießen. Reeves überlebt das Ganze, Waterfuck stehen und schießen. Kiano überlebt das Ganze. Gerade so Redlight auch. Hat er noch Ulti? Ja, er hat noch Ulti und BÄM! Gerade so hier mit der Bottle hochgeheilt. Schön gemacht von Kiano. Ich glaube, das hat es tatsächlich gerettet. Bottle-Schlücke 135, knapp 200 Raw HP, die er da bekommen hat. Und hat mit 100 überlebt. Also ich glaube, das war es tatsächlich der Bottle-Schluck, der ihn da gerettet hatte. Auf der Bottomlane, 4K Warrior holt sich den Clockwork alleine. Okay, mit Hilfe natürlich vom Rubik. Der, weiß ich nicht, recht wenig Gold hatte. Hat er hier tatsächlich den Stick gekauft anstatt meiner Boots. Aber ne, er ist jetzt oben zweimal gestorben, das war ja auch der Grund. Hat sehr viel Gold hier verloren, ist auch wieder sehr guter Start gehabt, aber hat halt leider das Problem, dass er jetzt zweimal gestorben ist und dann doch keine Mana Boots bekommen hätte. Das wäre auf jeden Fall ein großer Schritt für den Rubik gewesen. Frühe Mana Boots sind da sehr, sehr wichtig. Auch in diesem Lineup, auch Titan da hat da nicht so viel Mana. Nach Ravage. Es geht wahrscheinlich nicht mehr Gush, weil er einfach zu viel Mana verbraucht. Das ist halt so ein Nachteil. Mit Mana Boots könnte man da vielleicht ein bisschen was gegen tun. Cycle kommt jetzt hier raus, da kommt der Lift direkt. Auch einfach Kiano. Sogar Ravage wird benutzt, um mir die Kill zu holen. Better safe than sorry. Ja, im Prinzip worth it, wenn XPC jetzt nicht das nutzt, um da schnell was rauszuholen. Mal schauen, aber es sieht danach aus, als ob XPC hätte auch versuchen, den Tower zu holen. Der Stack wird nicht funktionieren. Da sind wir ihn einmal gepackt hier. Hat sich das Sentry schon gelohnt, aber ich weiß nicht, ob XPC hier committen wollen. Ohne die Ravage wäre es durchaus eine einfache Möglichkeit. Slark hier sehr weit vorne. Aber mit der Haste-Drohne und mit Death Pact. Keine Chance, ihn so wirklich aufzuhalten. Trotzdem, der Push scheint zu kommen in die Mitte. Das machen XPC sehr gut. Wir wissen, dass Ravage down ist, von daher einfach in die Mitte committen. Ancient Abrasion immer noch nicht Level 6. Braucht noch eine Creep Wave, aber die wird es nicht bekommen, bevor der Push kommt. Und da kommt Slark angerannt. Ist jetzt gerade die Haste vorbei. Da kommt der Fischer Block leider auf der falschen Seite. Aber Pounce wäre sowieso noch vorbeigehalten. Kriegt aber auf jeden Fall viel Damage. Muss erst noch mal ein bisschen warten, bis er hier sich hochheilt. Aber er wartet zu weit. Muss jetzt erstmal Highground gehen, um sich hochzuheilen. Und in der Zeit ist der Tower schon vorbei. Mal schauen, ob es hier noch einen Engage gibt. Chilling Touch wird aufgewendet von auf, aber nur das Stalker und Keeper. Und wenn sie jetzt hier overextenden, nein, sieht nicht danach aus. X-Game ziehen sich zurück. XPC wissen, okay, sie haben den Tower bekommen. Es reicht uns. Ravage ist noch 60 Sekunden down. Von daher könnten sie jetzt hier noch den nächsten Tower nehmen. Sieht denn noch aus? Katapult ist halt auch ready. Sogar ein zweites Katapult da. Holy shit, mit zwei Cutter Waves. Ja, sind sie wahrscheinlich schnell genug? Na, wird schwierig. Müssen sie sich Beine kriegen? Ach Quatsch, das Cutter ist gar nicht. Das ist der Creep dahinter, der das ist. Das Cutter ist ein Radiant, das ich komisch positioniert hatte. Naja, keine zwei Cutter Waves, hätte mich schon gewundert, zwei Cutters in der Spielminute, ein bisschen früh. Aber gut, wird dann hier wahrscheinlich auch der nächste Tower werden. Hier knapp drei Tower und alle Tower weg, nach 11 Minuten. Und das quasi ohne Push, nicht schlecht. Stehen gut, forcen die Lane, easy Creep Clearing. Haben sie schon ganz gut und pushen jetzt hier recht einfach durch. X-Game müssen es nutzen zum Farmen. Wir schauen uns mal nach knapp 12 Minuten den Networth an. XPC hat ihn doch sehr weit runtergezogen, hat aber doch schon sehr weit hochgezogen. Einfach durch die Kills? Nee. Ja, nichts passiert mal wieder. Wie war das? Der Graph wird geupdatet, wann immer ein Kill passiert. Ja, ja. My ass. Ruby Kill Pack nach 11 Minuten 47. Also jetzt gerade. Nee. Na gut, aber erst in der Mitte, apropos Kills. Waterfucker geht hier down. Schöner Force-Dev. Holy crap, dieser Force-Dev ist genau dann passiert, als die Coil zu Ende war. Von daher war das ein perfekter Force-Dev. Das Problem war, der Force-Dev kam von... Woher kam der denn? Sniper? Ja, Sniper hat einen Force-Dev, okay. Perfekter Force-Dev.
Aber ja, Reeves, oh, macht jetzt die Revival, aber das könnte zu früh sein, da kommt der Ancient Version Blast rein, der könnte groß werden. Red Light wird down, D12 wird auf jeden Fall hier das nicht überleben, kann auch den Damage auf Reeves machen. 4K Warrior ist low, muss hier richtig doll aufpassen. Versucht es hier noch zu blocken und wird es wahrscheinlich auch schaffen, Red Light lebt noch im Leben. Kann jetzt turnen, 4K Warrior wird low und stirbt solo gegen die Medusa, zu overextended. Und es ist tatsächlich ein 3 zu 2, 3 zu 3 Trade. 2 zu 3. XPC haben ziemlich stark dafür bezahlt, 3 zu 3. Trotzdem aber Ravage gebaitet, sie haben einen Sniper-Kill bekommen auf der Bottomlane und Medusa lebt und hat XP, einiges an XP und einiges an Gold bekommen. Das war es bei Leer nicht wert. Medusa Level 10, gar nicht so viel. Das ist, lag schon Level 11. Aber in Sachen Networth so langsam, Medusa 7000, gegensatz des Slugs 5000. Medusa kann machen, was sie will. 2700 Gold, Yasha. Nicht schlecht. Und jetzt der nächste Starcard. Wieder kurz vor den Mana Boots. Ah, das wird bitter. Und schon wieder down. 200 Gold. Weg. Ob dieser Rubik jemals die Mana Boots bekommen wird. Wir wissen es nicht. Huh. Ja, New Meta. Tranquil Boots auf Earthshaker. Keine BOTs. Keine Mana Boots. Ob er das halt dann ohne Soaring sustainen kann. Hat bisher, keine Ahnung, 100 Gold nach 14 Minuten mit 007. War dann nichts anderes als Fissures rumlaufen. Und das Problem ist, dass er halt auch kein Mana hat. Von daher bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, er hätte die Mana Boots eventuell schon haben können. Er ist, glaube ich, zu weit immer weg, um überhaupt das Assist Gold zu bekommen. Von daher, okay, was wird denn als nächstes passieren? Wir sehen XPC, die ein bisschen in die Mitte gehen. Versuchte Fissure auf Stylecard, aber der ist schon hinter dem Point of No Return, der halt ungefähr hier wäre. Und daher Fissure wieder abgebrochen. X-Game farmt jetzt ein bisschen. Diesem Sniper hat halt seinen Escape, kann jetzt halt voll auf Damage gehen. Bottomlane, 4K Warrior. Kommt auch weg. Clockwork hat seinen Blade Mail, was halt auch erstmal gegen Slark Solo hilft. Und auch gegen Sniper halt auch einigen Damage reinfahren kann, auch wenn er nicht ganz neben Snapper steht. Hat auch ein praktisches Item dadurch. Haben jetzt hier noch 2 Minuten CD geworden, werden sie wahrscheinlich schaffen. Stylecat versucht nach oben zu kommen. Mit, ne, nicht mit Smoke, aber mit Waterfucker können sie den, wahrscheinlich den Ward schnell dewarden. Tja, Blinks, die Dekor-Items sollten soweit fertig sein, glaube ich. Halt Forstaff, wir haben Arcane Boots immerhin auf Tidehunter, aber der hatte sonst halt auch nichts, nur war tatsächlich nur ein Casual Ring of Protection. Ups, so viel zu nichts. 1-2-2, Blink Dagger auf Reeves ist fertiggestellt. Hat auch ganz gut gefahren mit 53 Last jetzt hier. Nun gut. Und Slark geht auf Shadowblade. Okay, Pickoffs holen. Apropos Pickoffs, Stylecat geht schon wieder down jetzt hier, Ravage nur auf Kiano. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Ravage wieder down auf dem Pack und jetzt können sie halt, nachdem Pack wieder da ist, halt schnell was irgendwas forcen. Das haben sie im letzten Mal ziemlich gut hinbekommen. Mal schauen, ob es diesem Mal ähnlich wird. Aber halt schöner Engage. Ein schöner Counter-Engage für den X-Game wieder. Okay. Und Items habe ich bei XPC noch gar nicht geguckt. Wir haben die Medusa, die fast schon den Diffu fertig hat. Quatsch. Es wird wohl Yasha und Skadi direkt. Pack mit Blink Dagger, Dazzle mit Medallion, Clockwork, Blade, mir schon angesagt. Und Earthshaker geht wohl auf den Soul Ring. Gute Entscheidung, glaube ich. Einfach wenn mit Tranquils gegangen wird, ist ein anderer Bild, der, glaube ich, ziemlich mächtig halt auch ist. Trotzdem. Whoops. Haben sie jetzt die Detection gehabt? Sieht, ach, da oben so aus und dann, ja, hier gestorben, von daher gerade so down bekommen. Jetzt nicht gesehen. Wollte nur kurz gucken, ich sehe halt schon wieder den nächsten Bild hier, ohne Enchant-Totem. Bin wirklich nicht sicher, ob halt wirklich diese 2 Punkte hier nötig sind. Oh, schöner Snipe. Ja, schöner Snipe. Das kann man natürlich ganz einfach machen mit dem Ice Blast und dem Assassinate. Na gut. Aber anscheinend der Earthshaker,
Die 0,9 Sekunden sind wohl nötig, dass du halt Echo Slam into Fissure machen kannst. Das ist ja ein bisschen die. Die Animation dauert recht lange von der Fissure. Und die 0,9 reichen da wohl gerade so aus, um Stunlocken zu können. Und das wird wohl das sein, warum hier der 4.02 mitgenommen wird. Aber trotzdem, Clarities. Müssen einige Clarities benutzt werden, dadurch, dass er keine Enchanted Totem hat, ist das Farmen halt umso schwieriger, weil er sich halt sehr schwierig einfach mal schnell Last Hits snacken kann. Das ist halt so das Problem. Gut. Wir haben einen Titaner, der immer noch keinen Ravage hat, dementsprechend XPC stehen hier sehr aggressiv vorne und holen den Tower hier. Zumindest haben sie die Glyphe geforst. Erstmal, Devs sind ein paar vorhanden, jetzt sind sie hier zu zweit. Schrapnell kommt raus, aber trifft nicht so wirklich. Synergy, WTF hat tatsächlich hier die Master of Madness an. Ich dachte eventuell, dass dann Turn von Synergy kommt. Aber es sieht so aus, als ob sie einfach nur versuchen wegzukommen. Das wird halt hier erstmal nicht möglich sein. Aber sie finden hier Reeves. Reeves hat dieses Mal doch eine Ravage und schöne Grave gestohlen. Ja. Ravage wird tatsächlich wieder verhauen. Und auf nichts. Und es hilft gar nichts. Also Reeves geht da sehr, sehr, sehr schwierig mit der Ravage um. Starcard kann sich so schön selbst graven, aber ich glaube nicht, dass es viel bringen wird. Hier kommt der letzte Hit. Oh, nach. Das sah nicht so aus, als ob das wäre, aber ich glaube hier, genau. Der Creep war das, der den Kill geholt hat. Synergy wird low und tatsächlich überlebt es noch, weil gerade so Medusa wieder im Hintergrund mit dem Double Kill noch die Ancient Mission gekillt hat. Von daher ein 2-4 Exchange wieder mit Ravage, die gerade ab war. Und jetzt Ravage wieder down. Bitter. Wieder kein Slug dran beteiligt. Und wunderschön gemacht von Synergy hier, den Reeves zu weit rauszuhalten. Kiano hat jetzt ein kleines Problem. Sollte aber... Oh! Schönes Face-Shift. Wow! Der Face-Shift, aber es hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht, hat tatsächlich auf der einen Seite, solange wie der Face-Shift ging, ist gedodged. Aber dann, der Pounce war halt noch im Gange, wo der Face-Shift wieder rauskam. Von daher... Hat er auch nicht rechtzeitig es geschafft, irgendwie... Escape Mechanisms anzumachen. Die Grafen haben sich mittlerweile tatsächlich immer noch nicht in Favor of X-Game gesetzt. Nur plus 1000 vorne. Das ist interessant, besonders dass X-Game noch vorne sind, obwohl eigentlich XPC hier den Vorteil haben, die besseren Teamfights rausholen. Das ist hier Titan Hunter Pack. Das ist halt irgendwie sehr weit hinten, zumindest die Kills. Aber Synergy hat sich jetzt wieder Reeves gefunden. Kann halt die vollen Damage hier reinhauen, wird jetzt auch immer weniger Armor und kriegt jetzt hier den Kill mit dem letzten Battery Assault. Gestohlen wurde Rocket Flare, aber es hilft nichts. Kiano holt sich den Kill, beziehungsweise der snackt sich das Ganze und sie kriegen den Engine Stack. Also dieses Networth wird sehr, sehr schnell in XPC's Favor runtersetzen. Schöner Fall, 2-0, den Rubik da auch noch gefunden mit der schönen Fischer. XP geht jetzt langsam weiter zu XPC. Und WTF finden sie mit einer Mask of Madness, das ist bitter. Oh, der poppt instant. Dass die Medusa schon mit dem Scarlet für ein Damage raushaut. Aber ihr seht das schon am Networth, dass es gigantisch ist. XPC im großen Vorteil. Slug findet jetzt auf der anderen Seite tatsächlich noch Raven. Nicht Raven. Und schöne Cox erstmal, um ihn abzuhalten. Blade Dance an. Und ja, mit AOE können sie ihn tatsächlich sogar im Blade Dance down bekommen. Aber Synergy könnte hier noch poppen. TP't aber nach Hause und schafft es noch. Level 1. Erst auf dem Ice Blast. Ist noch nicht so viel zu tun. Trotzdem wieder dabei. Reeves diesmal wieder mit einer Ravage. Könnte es diesmal auf 3 kriegen. XPC sind da sehr aggressiv drin, aber der Dwarf steht schon recht weit weg. Jetzt kommen da die TPs rein, aber Reeves ist nicht rechtzeitig mit dem Blink da. Und 4K Warrior will es einfach nur wissen, Buyback auf Slug. Sie wollen die Medusa haben, Medusa ist noch nicht gestorben. Kann jetzt hier Stone Gaze aktivieren, aktiviert Stone Gaze. Und sehr fett und oh, 4K Warrior poppt direkt nochmal. Starcat turnt das Ganze tatsächlich, alle eingefroren hier. Medusa gegen Medusa. Könnten vielleicht mit dem schönen Ulti jetzt Medusa noch bekommen. Oh, ist sehr tanky und da kommt der Re-Engage. Ravage ist da, Redlight wird low, aber da kommt Assassinate. Das sollte den Kill bedeuten. Ja, das bedeutet den Kill, aber ist es das wert? Motherfucker steht noch, Synergy ist da. Haut ihn weiterhin. Kommt wahrscheinlich aus dem Chilling Touch raus, kommt da raus. Trotzdem müssen sie jetzt laufen. Resmin wird low. Reeves ist da. Kiano wird gegraved, sollte auch reichen. Stick Charges reicht. D12 geht wahrscheinlich noch down. Blade Mail wird aktiviert. Versuchen jetzt, Vataka noch zu bekommen. Der hat aber noch Sixers bekommen. Nein. Trotzdem, Kiano holt sich jetzt Reeves. Und kommt dann noch weg. Trotzdem, Ultra-Kill für Vataka. Sehr lange gezogener Fight. Ob sich das gelohnt hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Slark ist down.
ist das 4 zu 3 plus Buyback noch weitergezogen. Klar, X-Game haben die Medusa Down bekommen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 2000 Gold und 3000 XP für Watafaka. Trotzdem mit Buyback, mit Dutmake, aber das ist noch nicht vorbei. Oh, und das, ja. Mit dem Force-Def, der aggressiv hier nutzt. Wow! Wow! Ich wollte schon gerade sagen. Oh, oh, das wird knapp. Kriegt einiges an Damage hier. Vorne der Mask of Madness und da kommt Drazwan perfekt rein, um gerade so die Fische auf dem Mask of Madness drauf zu werfen und sich den Kill zu snacken. Und das waren, okay, waren nur 600 Gold. Aber das war eine Killing Streak, ein Mega Kill Streak, die auch für 500 Gold an Razwan ging hier. Der damit ein bisschen auf dem Weg zum Blinkdigger auf jeden Fall ein bisschen mehr ist jetzt. Lange gezogener Fight, trotzdem XPC, glaube ich, haben da ein bisschen was rausbekommen, ja. Sehr tief. Shadow Weave, ganz praktisch, aber Starcat, okay, langes TP. Dauert ein bisschen, Synergy kann er nicht direkt hinterhergehen, trotzdem. Die 12 kommt hier, hat leider kein einziges TP, beziehungsweise es auf Cooldown ist, aber Synergy ist da und 4K Warrior könnte hier wieder down gehen. Die Frage ist, ob es das passt. Oh, Heal von Rubik, aber es reicht nicht, da ist Red Light und Buyback, Dieback, jetzt noch ein Death. Slark hat absolut keine schöne Zeit und Starcat wird hier auch noch down gehen. Dream Call, totally worth it. Zwei down und XPC können jetzt wahrscheinlich den Bottom Tower pushen, da die Creeper schon recht gut dabei ist. Oder sie gucken, ob sie vielleicht einen Roshan holen können. Es sieht nach Roshan aus. Medusa hat bald ihr Manta fertig. Beziehungsweise hat das Manta tatsächlich. 100 Gold kann es jetzt kaufen. Synergy pusht dabei die Lane. Trotzdem ohne Ravage. Okay, Ravage ist ab. Ice Blast wird zum Scouten benutzt. Mit der Double Damage auf Medusa ist es ein easy Roshan und auch schön mit der Fissure hier. Nötig. Ich reiche auch genauso lange, dass Roshan danach wieder umdreht. Sind hat 8 Sekunden Fischer und 8 Sekunden Chasen die Creeps, von daher sehr gut da, das zu benutzen. Aber nächste Waterfucker wird jetzt angegangen von Synergy. Aber Force Staff hinter. Jukes und Counter Jukes. Aber die Mask of Madness ist schnell genug. Das Problem ist tatsächlich, dass hier Synergy jetzt. Oh, aber die Jukes von Waterfucker. Die Jukes von Waterfucker. Schön gemacht mit der Mask of Madness, wird das auf jeden Fall ein Kill mit der Rocket. Das wäre auch ohne Mask of Madness ein Kill. Schön gemacht. Oh, und die Fischer noch beinahe gesneakt. Ich weiß nicht, ich glaube, das haben sie hier gesehen, dass er hochkam. Von daher kam auch direkt der Force-Staff. Aber Medusa ist wieder drin. Medusa ist drin. Ist vom. Juked, ja. Juked kann er richtig sagen. Jetzt hier Ravage gezogen, aber weggeblinkt. Oh, direkt das Ding geholt. Direkt face-shifted. Wow. Red Light wird low, aber trotzdem geht Slug vorher down, kriegt kein XP vom Red Light Kill. Und es ist noch nicht vorbei. Razwan geht hier noch down. Fischer, kein Entkommen. Reeves geht down, kriegt nicht Kiano noch down. Von daher 1 zu 4. Haben die Medusa down bekommen, bezahlen aber komplett mit dem Leben. Hm. Waterfucker kommt hier wieder. Trotzdem natürlich guter, starker Exchange für XPC. Und Waterfucker allein kann er auch nicht viel tun. Denn Blink, Dreamcoil auf Kudan kann er nicht so viel tun. Kann aber jetzt das Ganze andeuten und jetzt kommt, da kommt der Hookshot von Synergy. Schön gemacht. Kommt er hier raus, aber letzter Hit sorgt für einen Kill auf den Sniper. Wunderschöne Plays für eine XPC, aber auch ein bisschen aggressiv von X-Game. Sie haben nie wirklich zusammengefightet, obwohl sie eine Ravage haben. Und die Ravage, soweit ich das bisher mitbekomme, keine einzige wirkliche Ravage auf 5 oder in einen Teamfight reingehauen, wo sie halt wirklich zu 5 mal da waren. Lassen sich hier sehr starkes Split pushen, sehr stark Pick offen. Ist auch ein starkes Pick off Liner von XPC. Mit Puck, mit Earthshaker und mit Clockwork. Und ja, nach 26 Minuten geht es hier ein bisschen High Ground. Klar können sie es nicht machen, Slug ist wieder da. Aber sie haben immerhin ein Drittel Damage auf den Tower geholt. Und können hier eventuell sogar chasen, aber der Ice Blast scoutet das hier recht einfach. Back to Farming. XPC sind vorne. Und zwar um einiges, knapp 7500 Net Worth und knapp 10.000 XP. Obwohl mal wieder die Kills nicht geupdatet werden. Wolf of X. Aber einiges. Der Net Worth von der Medusa wird immer mehr. Waterfucker hat durch den Ultra Kill doch einiges bekommen hier. Aber trotzdem. Waterfucker wird halt komplett aus dem Spiel rausgenommen. Einfach nur durch den Clockwork. Und dann kommt die Fischer noch da rein. Mask of Madness kann er nicht aktivieren und Slark wird jetzt hier rausgenommen. Und da kommt Pounce. Könnte man hier einfach machen. Man könnte hier auch einfach pouncen hier. Aber will er nicht. Und damit stirbt er. Komisch. War ein krasses Misplay. Oh, und Starcat kriegt
Bounce, 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 bounce. Und im letzten vollen Damage Bounce kriegt Medusa hier den Kill auf den Rubik. Tja, 50 Sekunden unsere Sidelines für Slark, 30 Sekunden unsere Sidelines für Rubik. Das sieht nicht gut aus. Buyback-Status. Wann kann Slark wieder buybacken? 40 Sekunden. Dann, wenn er wieder da ist. Rubik hat keinen Buyback. Das sieht nach einem weiteren Damage auf den T3 aus. Mal schauen, wie viel Damage sie rausbekommen. Denn Dusa kann Damage fahren. Reeves wartet hier rückwärts auf seinen Einsatz. Die 12 kriegt das Eis ab. Und zwar noch mehr. Bam! Aber Bahn of Synergy. Nerv auf den Rest. Ziehen sie jetzt hier wieder zurück. XPC spielen sehr sicher hier. Lassen sich nicht baiten. Aber sie kriegen halt auch immer wieder die Kills. Und Synergy selbst auf dem Clockwork kann halt den Kill auf Sniper holen, kann den Solo-Kill auf Slark holen und kann prinzipiell auch den Solo-Kill auf Reeves holen. Und 2 von 3 Mal hat er sogar schon die Ravage rausgebaitet, von daher. Mehr Wins. Red Light 3300 Gold. Nächster Item wird vielleicht ein Daedalus werden. Lincolns, weiß ich nicht, könnte den einzigen Stun hier aufhalten, aber ich weiß nicht, ob sie das brauchen. Glaube ich eher nicht. Glaube ich, dass ein Daedalus eine ganz gute Idee ist. Was wird da gekauft? Mal schauen, was gekauft wird. Aber erstmal hier der Go. Starcat wird gefunden. Hat hier leider nur einen Silence. Kein Lift, bringt halt auch nicht so viel. Kann jetzt liften, aber sogar auf den Highground. Und mal gucken, was kommt da. Eagle Song, okay. Butterfly dafür. Weiß nicht, wie sieht's mit Sniper aus? Clockwork hat unten. Nee, Ancient Abrition hat sich den Earthshaker gesnackt. Sniper ist noch nicht auf dem Weg vom MKB, von daher ist es bisher ein ziemlich gutes Item. Kann auch zur Not auf E-Blade gehen. Aber eher nicht. Eher nicht. Weiterer Networth. Ja, das sieht doch nicht so gut aus für X-Game. XPC 15k, XP vorne, 10k. Networth vorne. Aber erstmal back to farming. Roshan spawnt eventuell in 3 Minuten. Also wir haben noch einiges an Zeit hier übrig, bevor irgendwas hier passieren kann. Und müssen halt versuchen. Müssen halt weiter farmen. Besonders Waterfucker braucht halt mehr Farmen. So langsam holt der Klopf gegen ihn auf. Und auch Medusa wird da nicht auf ihn warten. Mal schauen, Synergy ist auf dem Weg zum Arganims. Die restlichen Items, wie sieht es denn noch so aus? Rubik mit dem 4-Staff, wichtiges Item gegen Klingon Clockwork, haben wir jetzt hier 3 4-Staffs. Ancient Abrition mit dem Midas natürlich ganz gut auf dem Weg zu dem Arganims, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja, Slug kann halt einfach nichts machen, außer halt hinten D12 eventuell holen, aber auch den kriegt er nicht mit dem Grave und vergibt dann nur sein Leben. Wahrscheinlich dagegen. Und wahrscheinlich demnächst irgendwann mal. Ah, können sie jetzt hier vielleicht snipen? Nein, die 12. Low und. Ah, oh, Slark finden sie jetzt hier. Und kompletter Stunlock. Und kompletter Silence. Silence natürlich sehr, sehr stark auf Slark. Und dann halt Hook rein. Direkt Pack Silence rein und mit der Double Damage. Genug Damage gewesen. Schon wieder Slark on the Sidelines. Der Arme, wie sieht's denn da aus? Synergy hinterher mit dem 4-Staff hinterher. Nächste 4-Staff streiben ihn back. Aber. Naja. Butterfucker kann die Waves clearen. Trotzdem die nächste Creep Wave werden sie wahrscheinlich reingehen. Und gerade gucken hier. 7 zu 10 für Slark. 10 mal Sturm. Und auch Rubik ist bei 2,11. Also Hauptteil der Kills von XPC gehen an Slark und in Rubik. Zumindest ist Slark hier ein sehr wichtiger Kill. Von daher, Slark hat kaum Game Impact hier. Einzig Sniper ist derjenige, der noch die Stimmung und die Linie hält. Die Frage ist, wird er auch diesen Push aufhalten? Push kommt rein. Wir sehen direkt den Hookshot von Synergy, direkt Starcat rausgenommen, bevor irgendwas passiert. Ravage wird es dafür einen guten Moment geben, ist halt die Frage. Waterfucker wird low, eventuell muss sogar der Ravage defensiv benutzt werden. Nein, Reeves geht hier rein, wurde reingeblinkt. Ja, Synergy wird low, aber überlebt das Ganze. Und erstmal gedefft, trotzdem Rubik ist down. Kann man schon mal verschmerzen. Sehen jetzt hier, dass 4K Warrior kommt, haben aber auch die Sentry gesehen, von daher... War es klar, dass sie gesehen haben, trotzdem schönes Entry. Hat sich ausgezahlt, sowohl hier den Observer als auch hier die Sentry weggeholt. Wir sehen keinen Engage, wir sehen den Roshan in eventuell einer halben Minute wieder. Und dann werden wahrscheinlich XPC mit dem Butterfly auf der Medusa recht einfach Highground hochgehen. Ist jetzt auch soweit gesixlottet, Haste Rune ist da, Roshan ist noch nicht da.
Schauen wir mal, wann er wiederkommen wird. Auf der Top-Lane sehen wir einen Exchange von Rasenwein, den Solo den Sniper holt. Wie viele Creeps waren da drumherum? Echo Slam, 1200 Damage waren da, ja. Was war denn Echo Slam hier? Muss aber schon. Okay. Das muss der Echo Slam schon gewesen sein, aber. Mask of Madness wahrscheinlich. Hauptsächlich. Wobei er die wahrscheinlich auch im Fight Recruit gesehen hat. Keine guten Zeiten für X-Game, wenn der fetteste einzige Carry, den sie haben, von dem Support Earthshaker geholt werden kann. Sieht nicht gut aus. So, wie sieht's mit Roshan aus? Jetzt kommt er wieder. 10 Sekunden. Das ist ja ganz passend hier, wenn es 4K Warrior mal wieder down geht in der Mitte. Oh man, oh man, oh man. Noch lebt er, aber Bomb und Bomb. Nächster Kill. Was soll man machen? 7-11 für den Slug. Und jetzt sagen sie sich, hey, ja, Roshan ist wieder da, aber ja, okay, Roshan ist wieder da. Wird der Go gemacht. Reeves ist ja hier auch da. Kann eventuell ein Solo-Kill für Synergy werden. Auch wenn er noch ein bisschen warten muss, 10 Sekunden Zeit. Kann er eventuell gucken, ob er vielleicht... Nee. Na, die Rocket hat er vielleicht gesehen. Von daher wird er den Gefäß geforst. Synergy wird dann bald auch sein Agamemnon haben. Nach der Quick Wave plus Roshan noch ungefähr 300 Gold. Red Light kriegt hier die auch die Aegis und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig für X-Game, das irgendwie aufzuhalten. Ravager 5, Ice Blaster 5, Rubik steelt Echo Slam und holt ihn auf 5. Dann, ja. Dann haben sie definitiv Kills. Aber ob das ohne möglich wird, bin ich mir unsicher, ob X-Game diesen Push hier abhalten können. Aber wir müssen darauf achten. Wir müssen auf die Ravage achten, wir müssen auf den Ice Blast achten. Und wir müssen gucken, dass Reeves hier nicht solo vorher gekillt wird, bevor er irgendwas machen kann. Denn ich glaube, der Trade Synergy gegen Reeves ist für X-Game, für XPC halt ganz gut. Reeves wird da nicht wegkommen. Rocket besiegt das Schicksal. Hat natürlich keine Möglichkeit oder hat halt kein Geld für ein TP. Hat Geld für ein TP, aber wo soll er hin? Ist halt hier oben, von daher gehen sie halt einfach solo rein. Können sie auch machen, da kommt der Ice Blast. Ohne Ravage wird es aber sehr schwierig sein. Hat ihn mal auf 2 getroffen, aber liebt halt einfach direkt rein, direkt in die Ravage, direkt da rein. Buyback auf Titan, da muss er machen, aber Stonegaze ist dann einfach da und jetzt können sie keinen Damage reinholen. In der Mask of Madness kommt die Medusa rein, holt den Damage da rein. Und sie stehen und schießen, Double Blink rein, einfach die Kills holen, Buyback von Waterfucker. Reeves versucht hier wegzukommen, aber muss durch die Medusa laufen, das ist generell eine eher schlechte Idee. Geht zwar tatsächlich nicht down, Waterfucker kann hier turnen, aber Medusa hat auch noch eine Aegis und wird hier einfach sein. Nächster Hookshot durch das Aghanims, Buyback, Dieback von Waterfucker. Reeves, mal schauen, ob sie den Fountain Diven kriegen, ist wahrscheinlich nicht hin. Starcat könnte hier eventuell noch down gehen, Starcat wird nicht down gehen. Aber das sieht mir sehr nach einem GG aus. Synergy könnten sie bekommen, nur bekommen, schön, nein. Hat hier noch sein Ghost Scepter auspacken können, um zu escapen. Hat auch einen Force Staff in 3-2-1. Aber nein, der Gash sorgt dafür, dass hier der Kill gemacht wird. Clockwork Buyback, natürlich. Muss gemacht werden. Starcat killt sich leider selbst gegen Kiano. Reeves holt sich aber den Kill. Trotzdem 2-3 Feeds noch von X-Game. Und die Medusa steht halt drin. Holt sich die erste Rex. Sollte sich jetzt noch mehr Rex holen. Dieback von Waterfucker ist immer noch klar. Slark ist noch drin. Aegis ist immer noch da. Trotzdem XPC. Sagen sich, nö. Wir müssen das nicht forcen. Wir haben jetzt auch noch weitere 4 Minuten. Lass es langsam angehen. Schade, weil das Spiel ist prinzipiell vorbei. Aber XPC wissen auf jeden Fall, wie man sicher spielt. Und das ist eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist auf Teams, die doch noch ein bisschen höher kommen wollen. Tja, 4300 Gold auf Medusa. Tja, das Networth. 22.000 Networth. Das ist tatsächlich so beide wie die beiden Cores von X-Game zusammen. Und das Problem ist, wenn ich beide Cores von X-Game sage, meine ich Reeves auf dem Titan als Core. Der ja nun wahrlich nicht der Core ist, den man haben will. Denn es ist der Slug, der als Core genommen werden will. Doch, der geht hier nicht down. Ist aber trotzdem bei 7-12. 12 Deaths. Und der Rubik ist halt... Rubik ist immer das Opferlamm gewesen. 2-13. Kein gutes Game für ihn. Und 4K Warrior findet jetzt... Ein Autotecken in Dazzle und jetzt kommt er da rein. Kommt direkt draußen, aber auch die Fischer ist da. Nicht möglich. Stun. Fokker versucht er noch abzuhauen, aber. Wow, die Jukes, die Jukes! Kommt tatsächlich weg. Oh, der nächste Hookshot. Aghanims ist zu powerful und immer noch weg und die Rocket besiege das Schicksal. Slam von Razvan wurde benutzt.
Noch daneben, aber schöne Jukes hier von 4K Warrior. Umhergejukt und sehr viel Zeit verschwendet. Trotzdem ist es eher Show als wirklich funktional, denn naja. Gucken wir uns mal den Netwurf an. War bei knapp 25k. Und XP hat schon lange 25k überschritten. Letzten Minuten oder Sekunden für X-Game beginnen jetzt. Dazzle Weave ist drauf. Leute sind Position. Erster Hookshot Mist, aber da sind noch 4, die man noch machen kann. Mit der Regeneration wahrscheinlich sogar 5. Da kommt das erste E-Blade rein von Puck auf Stealthcat, aber bringt nichts. Redlight steht einfach da, holt sich den Tower. Synergy ist dafür zuständig, hier ein bisschen Disruptions zu machen. Mit dem Blade Mail ganz gut gegen Waterfucker drin. Kann hier den Space createn für Redlight, der einfach die Rex holt. Und mal schauen, was X-Game dagegen tun kann. Sie könnte ein bisschen Spam machen. Wie sieht es mit Ravage aus? Ravage ist da. Auch Refresher Ravage. Von daher kann jetzt die Ravage kommen. Refresher Ravage nicht. Sieht nicht danach aus. Okay. Reeves entscheidet sich dagegen. Waterfucker geht jetzt wieder down. Hat kein Buyback, weil er noch ein Dieback hat. Redlight geht jetzt erst down. Wird tatsächlich nicht die zweite Rex, zweite Ravage zünden. Wird sie jetzt zünden. Synergy. Ah, oh, den Anchor Smash gedodged. Aber, oh, Jukes. TP raus, aber die Creeps, 5, 6, tot. Creeps OP, haben wir den Kill bekommen. Trotzdem, 4K Warrior Star, Redlight ist jetzt erstmal gestorben, aber kann hier Kill dafür Kill holen. Können sie, haben sie keine Chance gegen. Kann auch ein bisschen andere Kills holen, aber es hilft nichts. Redlight steht, holt sich die Rex. Ein Fight, 3 zu 4, aber das 3 ist auch nur Redlight gewesen mit der Aegis. Von daher 2 zu 4, zwei Supports, die ein bisschen reingefeedet haben. Haben den Space für Redlight created, der jetzt hier direkt auf CG geht. Versucht, Razwan zu treffen. Nicht ganz, haben dafür Kiono getroffen, aber das hilft nichts. Redlight steht, lässt sich von nichts beeindrucken, hat A-Click in die Basis gemacht und sagt, ja, ich bin AFK, call's mal bitte. Rapier für Medusa. Natürlich wird jetzt noch ein bisschen abwarten, bis er den Thron zerstört, weil Rapier-Time muss noch im Inventar sein, bevor es beendet wird. Rubik hier schön mit dem, mit einiges an Mana und schönen Mana-Sheet, aber helfen wird es natürlich auch nicht. Medusa kriegt hier ihren Rapier. Und wird vielleicht nochmal gucken, um ein paar Helden zu farmen, denn die stehen ja schön dort schön rum. Erster Kill, Waterfucker, nicht ganz. Bats, zweiter Kill. 700, wird er jetzt Highground gehen. Waterfucker, muss jetzt hier aufpassen. Kriegt einiges in der Match einfach nur mit dem Master of Madness auch noch. Weiß ich nicht, können sie jetzt hier mit einem Rapier vielleicht turnbacken? Ich glaube nicht, es sieht nicht so gut aus. Deshalb hat sich aber auch hier Redlight gedacht, okay, bevor sie jetzt hier noch den Rapier bekommen und turnen, mache ich das mal schnell zu Ende. GG, XBC. Holen auch Game 2 aus X-Game raus und gewinnen hier in diesem Game auf jeden Fall überzeugend, das 2 zu 0. Im ersten Game war es knapper, aber durch die Teamfights haben sie das erste Game auch ähnlich gut, glaube ich, gemacht, wobei ich natürlich das Early Game nicht gesehen habe. Medusa hier, Redlight, überragend. Das Team hat auch dafür gesorgt, dass der Space vorhanden war und dann war nichts zu tun mit einem 7 zu 14 Slark und einem 2 zu 15 Rubik. Sehr schwierig für Stylecat. Hat sein Bestes getan, hat auch immer noch einige Items. Aber Slark, besonders halt in Slark lag es, dass sie halt wirklich nichts bekommen konnten. Und Clockwork und Earthshaker haben sich hier als formidable Helden rausgestellt, die sich sehr gut gegen dieses Liner von X-Game geschlagen haben. Und gegen diese Strategie mit Sniper vorne und der Rest versucht zu spacen. Nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe am Anfang schon angekündigt, Blacklight, glaube ich, Blacklight PC ist jetzt wieder ganz, von daher wird jetzt irgendwas casten. Glaube ich, liegt ihm bestimmt auch schon auf den Lippen, irgendwann wieder ein bisschen was zu labern. Ich sag tschüss für jetzt und vielleicht heute Abend noch ein, zwei Games. Mal schauen. Und mal schauen halt auch, ihr könnt auf Join Dota auf den Match-Tickern gucken, wo Saphira TV dran stehen wird. Oder einfach subscriben, dann könnt ihr sehen, wenn der Stream hier wieder online kommt. Ansonsten, die Videos wird es demnächst auch auf dem YouTube-Account von Saphira TV geben. Und ja, ich war Sisterson. Hoffe, euch hat es gefallen und man sieht sich demnächst wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.